Und ich finde, Kapitalismus, ich benutze jetzt meine ostdeutsche Beschreibung dafür, ja, die Diktatur des Geldes, die tötet nicht nur indirekt, die tötet auch ganz direkt. Und auch nicht nur in Brasilien oder irgendwo, sondern auch wir in Deutschland erleben, dass arme Menschen nennenswert früher sterben als reiche Menschen. Aber wir wissen auch, dass wenn wir billige Jeans durch Preisdruck im Kick kaufen, dass diese Jeans in Bangladesch Menschenleben gekostet haben, nämlich über 1000 in einem einzigen Fall. Wir hatten die abgebrannte Fabrik, wir hatten die zusammengebrochene Fabrik. 500 Millionen Rosen importieren wir jedes Jahr aus Ländern, in denen sich Frauen vergiften, in diesen riesen Blumenzüchtereien, die Fehlgeburten erleiden. Das sind auch Todesfälle durch Kapitalismus. Ich könnte das endlos fortsetzen. Die Sandwash-Jeans zum Beispiel, Lampedusa, das sind Todesfälle wegen Kapitalismus. Waffenexporte, da machen Firmen nur Profite damit, dass irgendwo Menschen umgebracht werden. Also wenn das nicht Umbringen durch Kapitalismus ist, dann weiß ich nicht, was es sonst ist. Alle rennen zu Aldi und Lidl. Und dann Aldi und Lidl sorgen natürlich dafür, dass alles billig ankommt und drücken die Preise. Und wissen Sie, warum die das machen? Weil die Menschen kommen. Die Reallöhne seit 20 Jahren nicht gestiegen sind. Während die Einkommen aus Vermögen und unternehmerischen Herkünften um 50% gestiegen sind. Weil 50% der deutschen Bevölkerung ein gemeinsames Vermögen von 0 Euro haben. 60% haben ein gemeinsames Vermögen von 3%. Die obersten 10% besitzen 60%. Und diese Zahl, die hat sich in den letzten gerade mal 5 Jahren extrem vergrößert. Die Schere geht immer weiter auseinander. Ich glaube, die meisten Menschen würden auch lieber im Bioladen kaufen, wenn sie das bezahlen könnten. Können sie aber nicht. Und das kann man nicht den Menschen vorwerfen. Ich glaube, dass wir den Raubtierkapitalismus von der Leine gelassen haben zu einer ganz bestimmten Zeit, die mit dem Umbruch des Systems im Osten zu tun hat. So lange gab es nämlich eine Konkurrenz, in der alle Kritik in politischer Hinsicht, die völlig gültig ist und Gültigkeit behält, mal dahingestellt, die aber trotzdem ein System gezeigt hat, jenseits dieser eisernen Vorhänge, in dem es um eben nicht um diese Unterschiede ging, um Gemeinschaftliches, um eben nicht dieses Reich und Arm. Die Unterschiede, die gemessen werden an diesem Gini-Koeffizienten, ja, zwischen wie Einkommen und Vermögen verteilt ist in einer Gesellschaft, die waren dort besonders gleich verteilt. Das lässt sich nicht wegleugnen. Man kann es sogar heute noch messen, 25 Jahre danach. Diese Konkurrenz als Drohkulisse des Kommunismus, die ist weggefallen. Und in dem Moment hatte man überhaupt nicht mehr den Druck, die eigene Bevölkerung irgendwie zu beschwichtigen, mehr Gleichheit zu erzwingen, die strukturell vom Kapitalismus gar nicht gewollt ist. Ja, der Mensch strebt nach Konsum. Westfernsehen konnte man übrigens außerhalb von Dresden eigentlich überall gucken. Ich bin damit groß geworden. Aber es stimmt natürlich, wenn man so Haribos sieht als Kind, möchte man die haben und findet das toll. Aber ich habe auch als Kind mich schon gefragt, warum gibt es da Obdachlose? Warum gibt es da Arbeitslose? Wenn dieses Land reicher ist als unseres, und das hat ja nie einer abgestritten, Ossis nicht und Wessis nicht, wieso haben da Menschen nicht mal eine Wohnung? Ich kann die Frage heute noch nicht beantworten. Aber wenn jedes fünfte Kind in Deutschland nicht mal eine warme Mahlzeit hat am Tag, wie kann das sein? Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt und können unsere Kinder nicht ernähren? Das Wertesystem des Papstes. Kehren wir dahin zurück und haben noch besser verstanden, wer hier wie tickt und woher er das nimmt. Ich will Ihnen ein Zitat noch mal zeigen, wo angesprochen wird, was jetzt verschiedentlich schon fiel, nämlich das große Ungleichgewicht in den Gesellschaften der Welt und die Tyrannei der Märkte. Während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, sind die der Mehrheit immer weiter entfernt vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. Dieses Ungleichgewicht geht auf Ideologien zurück, die die absolute Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation verteidigen. Darum bestreiten sie das Kontrollrecht der Staaten, die beauftragt sind, über den Schutz des Gemeinwohls zu wachen. Es entsteht eine neue, unsichtbare, manchmal virtuelle Tyrannei, die einseitig und unerbittlich ihre Gesetze und ihre Regeln aufzwingt. Umfassender noch. Der Papst spricht ja von einer Tyrannei der Märkte. Und damit greift er nur etwas auf, was nun seit einigen Jahren völlig unbestritten ist.
Diejenigen, die, diese Ordnung verteidigt haben, haben das ja immer gesagt. Also zum Beispiel, Sie haben erinnert, dass ich im Bischof Cusanuswerk war, da war auch Herr Tietmeier, der dann später Bundesbankpräsident wurde. Als Bundesbankpräsident hat er auf dem Gipfel in Davos gesagt, zu allen Politikern, meine Herren, Sie wissen jetzt, Sie sind jetzt alle unter der Kontrolle der internationalen Finanzmärkte. Die haben noch geklatscht. Ich habe gedacht, was ist das für eine Versammlung? Haben die jemals was von Demokratie gehört? Also die klatschten auch noch. Das heißt, Hitler hat gesagt, ihr könnt gar keine Politik mehr machen. Die Märkte werden euch sagen, was zu tun ist. Als wir anfingen, 1998, hatte ich einen Streit mit Herrn Fischer, der heute für BMW tätig ist. Er sagte zu mir, du glaubst doch nicht, du könntest Politik gegen die internationalen Finanzmärkte machen. Als ich die ersten Regulierungsvorschläge vortrug als Finanzminister, sagte der damalige Staatssekretär Summers zu mir, du glaubst doch nicht, dass wir das machen. Die Wall Street hat den Wahlkampf des Präsidenten finanziert. So, und dann kommen wir zurück zu einer Diskussion, die in der Bundesrepublik von der ordoliberalen Wirtschaftsschule geführt worden ist. Die Ordoliberalen haben gesagt, wir müssen wirtschaftliche Macht verhindern. Wenn uns das nicht gelingt, können wir keine Demokratie aufbauen. Wenn wir erstmal wirtschaftliche Macht haben, haben sie gesagt, dann wird die eben alles, wenn man so will, unterhöhlen, wird ihre Macht durchsetzen. Und genau an dem Punkt sind wir. Die Frage ist doch, warum können wir die Banken derzeit nicht in den Griff bekommen? Die machen doch, ich sehe das ein bisschen anders als Herr Beise, er wird mir das nachsehen, die machen doch wieder so ziemlich, was sie wollen. Wenn ich sehe, welche Geschäfte die machen, wie das die weiter ja betrügen, was die also dafür tricksen. Die machen, was sie wollen. Und die Politiker sind unfähig, Tyrannei der Märkte, da wirklich Regeln einzusetzen. Dass die EU-Kommission heute diese hohe Strafe von 1,7 Milliarden Euro verhängt, sehen Sie darin nicht einen ersten Schritt, dass die Politik sich die Kontrolle zurückholt, mindestens mal durch Strafen, die wehtun sollen? Ein erster kleiner Schritt. Ich wüsste natürlich, welchen Reibach die gemacht haben mit den Geschäften. Denn bei vielen Strafen, die also ausgesprochen wurden im Wirtschaftsleben, waren die Strafen viel geringer als der Reibach. Das haben wir also weit auch in anderen Wirtschaftsbereichen gehabt. Ich weiß nicht, was sie verdient haben durch die ganze Spekulation. Das hätte ich gern irgendwo gelesen. Aber das strukturelle Problem ist die Wurzel. Das ist die Auswirkung sozusagen dieses strukturellen Problems. Und Sie haben es schon benannt. Sie sitzen nicht an den Hebeln der Macht. Die Frage ist, wer sitzt an den Hebeln der Macht? Und da sind wir wieder bei Kapitalismus. Ich finde es fast lustig, wenn Sie sagen, dieser abgekapselte Teil der Finanzindustrie, der ist irgendwie böse, aber der Rest des Kapitalismus ist okay. Kapitalismus. Also die Finanzindustrie ist der Kern des Ganzen und auch die Wurzel allen Übels. Das heißt, wir müssen grundsätzlich die Finanzindustrie verändern, das Geldsystem verändern. Wir müssen diese Zins- und Zinseszinsgeschichte loswerden. Das wäre der lange Wurf, den werden wir so schnell nicht schaffen. Aber es gibt viele andere Dinge, die wir tun können. Wir können nämlich den Einfluss des Geldes auf Politik und Politik schafft Strukturen und Regulierung, den können wir verändern. Wir erleben immer wieder, dass auf nationaler Ebene und in Europa Gesetze geschrieben werden hinter verschlossenen Türen. Es gibt aber Menschen jenseits der Politik, die Schlüssel dazu haben. Und das sind die, die besonders viele Ressourcen haben. Das sind Großindustrien, das sind Industrielobbyisten, die können da rein. Die sehen Entwürfe, die schreiben die Texte teilweise selber. Die einzigen, die da keinen Einblick haben, das sind alle normalen Menschen, die Zivilgesellschaft, die sind außen vor. Wir haben das bei ACTA erlebt, wir erleben das jetzt wieder bei dem internationalen Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Da werden wieder die Interessen der Großindustrie vertreten, die sich mit Geld Einfluss auf Politik erkauft. Und das müssen wir verhindern. Wir brauchen Transparenz, was passiert, wie passiert es und wann, wer hat Einfluss und wie. Wir brauchen Lobbyismus, Transparenz. Wir müssen verhindern, dass Politiker aus der Politik heraus per Drehtür direkt in die Industrie reingehen, die sie eben noch mit einer Regulierung oder Nichtregulierung begünstigt haben. Wie Herr Fischer, wie Herr Schröder, der erst Gazprom-Pipelines unterschreibt und dann bei Gazprom arbeitet. Sowas darf es einfach nicht mehr geben. Ja? Zwei Punkte haben wir gehört, Herr Beise. Das sind ganz normale Prozesse. Ich wehre mich nur dagegen, dass der Eindruck erweckt wird, hier ist irgendwo so eine finstere Macht tätig, die uns alle und die Politik kujoniert. Das ist nicht so. Es ist ganz so. Viel Bewegung im System. Ich will Ihnen noch ein Beispiel nennen. Direkt eine Woche oder zwei, drei Tage waren es, glaube ich, nur, nachdem in der EU unter ganz starkem Einfluss der deutschen Bundesregierung von Kanzlerin Merkel persönlich die Senkung der Schadstoffgrenzen für Autos verhindert worden ist.
gab es direkt danach 600.000 Euro Überweisung von BMW an die CDU und nochmal 200.000 an die FDP. Das war ein sehr nachvollziehbares Dankeschön. Wenn das so ist, dass Sie nachweisen können, dass diese Zahlung eine Dankeschönzahlung Totaler war, Zufall. Wäre ich der Erste, der sagen würde, das geht nicht. Naja, gut, in dem, speziellen Fall hat BMW gesagt, wir überweisen nach jeder Bundestagswahl. Ich weiß das nicht. Das sind aber Verschwörungstheorien, da ist keine Verschwörung. Das ist ja keine Verschwörungstheorie. Also ich glaube, das wird jeder, der uns jetzt zuschaut, wird das also akzeptieren. Wenn einer große Summen gibt, dann macht er das nicht, also einer Partei aus Mildtätigkeit oder so. Die sind ja auch nicht in großer Not oder so, die CDUler oder FDPler, sondern er macht das, weil er davon ausgeht, dass diese Partei seine Interessen vertritt. Können wir das mal festhalten? Spenden sollten gesetzlich verboten werden, weil ich natürlich gesehen habe, was da alles läuft. Wir reden immer von Kapitalismus, aber wir müssen ja das mal übersetzen, dass die Leute verstehen, was darunter gemeint ist. Wir haben eine Wirtschaftsordnung, in der man dadurch reich wird, dass man andere für sich arbeiten lässt. Ist eine, wenn man so ein wesentliches Kennzeichen dieser Wirtschaftsordnung. So, und da bei BMW sehen Sie, wozu das führt, die Familien Quandt und Kladden, die also die Hauptaktionäre sind. Die haben dann, die kriegen dann pro Jahr für Nichtstun Hunderte von Millionen und nun, Euro. Und nun haben sie also Angst natürlich, dass dann eben vielleicht eine Vermögensteuer oder irgend sowas kommt. Und dann schmieren sie die Parteien, das ist doch die Wirklichkeit, die Garantie dafür sind, dass es keine Vermögensteuer gibt. An erster Stelle die CSU, CDU, aber auch die FDP früher. Und mittlerweile muss ich ja sagen, meine frühere Partei, die SPD, ist ja auch mit von der Partie. Ganz simple Sache. Wenn wir ein solch drastisches Auseinanderklaffen der Vermögen haben, wie Sie es sagen, und das Vermögen entsteht durch Arbeit, und nicht durch die Arbeit von Frau Kladden oder von Frau Quandt, sondern durch die Knochenarbeit der Beschäftigten dort, da müssen wir endlich durch ein gerechtes Steuersystem mal die ersten Korrekturen an dieser Ordnung, die der Papst so geißelt, vornehmen. Das ist doch das Mindeste. Wir reden immer von Umverteilung, das hört immer so. Die tüchtigen Reichen, die müssen jetzt durch böse Steuergesetze diesen jetzt, sag ich mal, mehr oder weniger untüchtigen Armen was abgeben. Nein, die Umverteilung funktioniert im Betrieb. Da ist die Umverteilung, der Papst hat das richtig gesehen, von, wenn man so will, von arm zu reich, die ist organisiert. BMW ist ein klassisches Beispiel. Die Hunderte von Millionen, die Nichtstuer da kriegen, die entstehen durch die Arbeit der BMW-Beschäftigten. Denen steht das zu. Wie entsteht Eigentum? In der Aufklärung war es klar, Eigentum entsteht durch Arbeit. Und nicht dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Aber wir haben uns das so angewöhnt, dass Eigentum dadurch entsteht, dass man nichts tut und andere für sich arbeiten lässt. Bert Brecht hat das ganz simpel formuliert. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das ist die ganze Weisheit unseres Wirtschaftssystems. So simpel. Die Leute sagen doch, wir lassen unser Geld arbeiten. Da kommt ja schon die ganze Perversion, also der ganzen Denkens kommt. Am liebsten würde ich hier einen 50-Euro-Schein hinlegen und sagen, guckt mal zu, ob der arbeitet. Nicht? Aber im Grunde, ja, die denken doch so, ihr Geld arbeitet. Die sind fest davon überzeugt, wenn man sie kritisiert, was wollen sie denn? Mein Geld arbeitet doch. Meine Vision von einer Gesellschaft ist die Maximierung eines Bruttosozialglücks. Und es gibt da tatsächlich Forschung jede Menge schon dazu, wie man das Glück in einer ganzen Gesellschaft maximiert. Und einer der wichtigsten Treiber für mehr Zufriedenheit und Glück unter möglichst vielen Menschen ist wenig Unterschied innerhalb der Gesellschaft. Je ungerechter ich verteile, umso unglücklicher sind die Menschen. Und die Trennung von Geld und Arbeit, die wirkt nicht nur in die Richtung, dass wer Geld hat, plötzlich mehr Geld hat, ohne irgendwas zu tun. Das wirkt auch andersrum, dass man von Arbeit eben nicht mal mehr leben kann. Jeder dritte Hartz-IV-Empfänger arbeitet Vollzeit. Das ist doch eine Schande. Das ist keine soziale Marktwirtschaft, das ist nur unsoziale Marktwirtschaft. Und ich hatte damals auch einen Arbeiter bei mir, der hat einen 1-Euro-Job angenommen. Und er sagte zu einem Journalisten, wissen Sie, jetzt weiß ich wieder, dass ich was wert bin. Ich bin auch unter Menschen drin. Ich habe nicht viel, aber ich komme damit halbwegs aus. Aber es zeigt was ganz Trauriges, dass nämlich in unserer Gesellschaft nur der Mensch ein Selbstwertgefühl und Würde haben kann, der eine bezahlte Arbeit hat. Und das in einer Gesellschaft, in der Vollbeschäftigung eine Vision ist, die wir leider nie realisieren werden, geprägt. Die Generation, die mit dem Internet aufwächst, hat genau dieses neue Wertesystem, das Sharings, das Teilen.